Willkommen bei der Swiss Traders Schlag den DAX Show. Finanzielle Freiheit durch Daytrading. Ja, wir eröffnen da nochmal zuerst den Disclaimer. Unter HTTPS Daytrade Website sehen Sie die Risiken, die CFD Tradings mit sich bringt. Unter YouTube finden Sie mich unter Swiss Trader. Ein Kanalabo hält Sie auf dem Laufenden. Aktivieren Sie die Glocke. Unser Disclaimer: Es findet keinerlei Beratung, Anlageberatung statt. Ja, schauen wir hier im Vergleich. Ja, da ist die Opening Line. Die war auf 13,787. Heute sind wir auf 14,231. Also wir sind rund 400 Punkte höher als gestern die Eröffnungslinie. Das ist die Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine-Krise. Kann aber wirklich sein, dass das noch nicht das Ende ist. Also wir haben immer noch Potenzial nach unten. Und ja, ich bin da schon mal long gegangen. Wir sehen da so ziemlich einen Anstieg. Und es könnte natürlich jetzt auch eine Übertreibung sein, die wieder, ja, 400 Punkte plus ist eine Hausnummer. Wenn das nur um 23% wieder runterkommt, ist doch das schon eine anständige Strecke. Und ja, auf der Wiese der Hoffnung weiden viele Kühe, oder wie der Spruch heißt, so positiv sieht das noch nicht aus. Der russische Bär, oder besser der russische Vampir, ist noch nicht gepfählt. Also da braucht es noch was. Und ob da wirklich schon Verhandlungen da sind, ist wirklich fraglich. Aber es ist trotzdem sehr erstaunlich, wie stark jetzt es ist etwa. Moment. Ja, etwa ab 4 Uhr morgens ist das so gewaltig gestiegen. Es könnte gut eine Übertreibung sein, die dann wieder in sich selbst zusammenfällt. Ja, wenn wir hier schauen, ja, also das wäre, aber wir haben hier 2 Stunden, ja. Das wäre 7.30 Uhr minus 2 Stunden. Ja, das ist also 5.30 Uhr. Seit 5.30 Uhr saust das Ding massiv nach oben. Ich habe es jetzt schon auf Break-Even gestellt. Das könnte wirklich nach Übertreibung aussehen. Da also aufgepasst, weil das erst relativ spät gekommen ist. Schauen wir dann nochmals die gestrige Opening Range an. Ja, hier. Gut, das war jetzt schon die ganze Zeit über der Opening Range. Und ja, vielleicht mal den Day One anschauen. Ja, wir sind da. Da können wir vielleicht mal. Wenn wir es so sehen, dann. Ja, ich sehe schon wieder, es ist ein bisschen langsam, die ganze Sache. Ja,
Ich weiß nicht, ob wir jetzt da ein Fibonacci zeichnen sollen. Ja, die letzte Strecke, die da auch vom. Ich zeichne mal diese letzte Strecke. Da habe ich schon eine Fibonacci-Ring. Ja, also wenn man da den Tageschart sieht, könnte das ohne weiteres vielleicht bis zu R3 steigen. Aber eben aufgepasst, es könnte eine Täuschung sein. Das könnte auch irgendwo dann wieder abprallen nach unten. Momentan saust das einfach rauf. Was da das Problem ist. Oh ja, dass das System da ziemlich beansprucht ist. Wenn ich wenn wir da die einzelnen anschauen, das ist ziemlich sicher eben der Renko-Indikator, den ich da mehrfach verwendet habe, der sehr viel Leistung abverlangt und mir das ganze System langsam macht. Also da gehe ich wieder auf den M1. Ziemlich unglaublich. Ich traue mich jetzt da nicht mehr nochmals long zu gehen. Das sind wir jetzt sind wir da schon bei 14.308. Das habe ich irgendwo mal früher mal markiert gehabt. Das ist ziemlich unglaublich, wie das wieder ansteigt. Das sind augenscheinliche oder vermeintliche Fortschritte. In der Ukraine, so jetzt stagnieren wir. Geh da mal mit einem raus. Aber mir sieht eben dieser Anstieg, ja, da gehe ich jetzt auch raus. Dieser Anstieg sieht mir einfach zu stark aus, als dass der sich halten könnte. Das sieht nach Übertreibung aus. Also aufgepasst, ja, ich habe jetzt schon 12 Dollar gemacht. Schauen wir da sonst nochmals im Trading View. Da der Jones im 30 Minuten Chart. Ja, wir haben hier den. Ein Moment. Hier den. Wo ist da der 24.? 22. 3. Ja, hier. Hier war der 24. Februar. Wir haben also eigentlich das ganze, den ganzen Dip wieder drin. Und was da interessant ist, ich verschiebe mal diese Linie vom 24. Februar. Also entweder ist Russland so unbedeutend für die westliche Wirtschaft, dass sich das schlussendlich fast nicht mehr abzeichnet. Oder die Hoffnung auf eine neue Weltordnung wahrscheinlich mit allenfalls zerfallender, mit einem in Teilprovinzen zerfallenden Russland ist sehr hoch, weil ja, auf jeden Fall propagandistisch hat Putin schon massiv verloren. Jetzt kommt noch die Niederlage auf dem Schlachtfeld. Und heute wird ja auch bekannt, ich weiß aber nicht um welche Zeit, ob
Putin als Kriegsverbrecher taxiert wird. Sollte das der Fall sein, dann erwarte ich noch weitere Erholungen. Da schauen wir noch den DAX. Da gefährlich. Was sehen wir hier? Ein Triple Touch in einem Aufwärtskeil. Das könnte ein Wolfekeil sein und sehr gefährlich. Ja, mit 1, 2, 3, 4, aber da schon ein Dämpfer, 5. Und die Ziellinie wäre zwischen 1 und 4. Ja, die Ziellinie würde hier nach unten zeigen. Und das könnte da nochmals einen ziemlichen Dämpfer geben. Sollte es sich hier um eine Wolf Wave handeln. Ich zeichne hier mal die Trendlinie auch noch nach. Ja, wir könnten da ohne weiteres da nochmals 13.800 sehen, also eigentlich die gestrige, zum Beispiel die Opening Line von gestern oder von Montag, 13.853, 13.841, die könnten wir hier ohne weiteres wieder sehen. Also da aufgepasst, es ist nicht unbedingt long, was long aussieht. So ein Triple Touch einer Trendlinie, die könnte anzeigen, dass wir hier eine Wolf Wave haben. Da der Apexpunkt, bis dahin hat die Wolf Wave Gültigkeit und das wäre ja schon heute um 22 Uhr. Also allzu lange hat diese Wolf Wave nicht mehr Gültigkeit, wenn es denn eine ist. Aber aufgepasst, solche Keile sind verdächtig und zeigen sehr oft eine Übertreibung an. Schauen wir weiter. Upgap, da Schluss 9,17, 2,49, rund 2,50. Ich zeige das mal ein. Da auf 9,17. Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist das Upgap. Das könnte ohne weiteres wieder eingesackt werden. Also da aufgepasst. Wir müssen einfach aufpassen, um 9 Uhr kann es eben sein, dass es ein Gap and Go gibt, dass es da nochmals höher geht. Und erst nachher wieder runter. Und schauen wir da US-30 mal an. Wow, sehr stark gestiegen. Da haben wir aber auch eine 8 Wolf Wave zu sichten. Was sonderbar an dieser Wolf Wave ist, ist, dass wir hier unten ein Ausbruch haben. Sonst haben wir hier da schön die drei Touches, die es braucht.
1, 2, 3, 4, 5. Ziellinie irgendwo so hinunter. Das könnte da die Ziellinie sein. Und das könnte eben auch noch ziemlich weit wieder nach unten kommen. Dann das Gap 33731 und zeigt mir das ein zu 33544. Drei, drei, fünf, vier, vier. Ja, durchaus auch möglich, dass wir dieses Gap wieder kassieren, bevor es weiter nach oben geht. Also eben diese Gap sind sehr wichtig. Jetzt noch ganz wichtig, der DXY, der spielt immer eine Rolle. Und der DXY, solange er fällt, wir sehen hier diesen Abfall, da steigen die Kurse. Jetzt steigt er wieder und wenn der DXY steigt, fallen die Kurse. Also das ist schon fast ein ehernes Gesetz. Und das gilt aber, diese Gegenkorrelation gilt nur, wenn der DXY relativ hoch ist, wenn er sehr tief fällt, dann ist das nicht mehr der Fall. Wir sind ja da schon bei 99,30. Das heißt natürlich auch, ich müsste dringend mal eine Auszahlung machen, habe ich noch versäumt, weil hier der Dollar sehr hoch ist und auch der Dollar-Schweizer Franken ein gutes Verhältnis hat. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir sonst noch? Gold, ja Gold, das sieht jetzt eher nach Entspannung aus. Dann der Euro-Rubel sieht auch nach Entspannung aus. Also der Euro, gut, der Euro ist ja ohnehin relativ schwach. Und da immer noch die MOEX, die Moskauer Börse hat immer noch zu. Das sieht natürlich sehr schwach aus für Russland. Russland hat eigentlich auf ganzer Linie schon verloren und muss drum die Zivilbevölkerung quälen, weil sie eigentlich schon auf finanzieller und auf wie heißt es? Die auf Basis von Propaganda völlig verloren hat. Das war ja schön, da die Anzeige da im russischen Fernsehen. Hört auf mit dem Krieg dieser Journalistin. Gazprom, da immer noch in Russland immer noch sehr viel wert. Und Gazprom, das ist, ich weiß nicht genau, wo das gehandelt wird, nicht am Börsenplatz Russland, da auf 1,10 Dollar runter, Ramschniveau. Dann der USD-Rubel hat sich auch ein bisschen erholt. Und aber im Großen und Ganzen kann man sehen, dass eigentlich der Krieg, Russland hat den Krieg verloren. Es ist jetzt einfach noch eine Zeit, geht wahrscheinlich noch länger, bis da richtig Frieden ist und vielleicht auch bis Putin weg ist, weggeputscht von den eigenen Leuten. Gut, dann schauen wir noch ganz kurz auf die orange Liste. Ja, USD, CHF. Ja, schön hoch. Sogar der US-Dollar im CHF, ich muss da dringend eine Auszahlung machen. Und USD-Yen auch sehr hoch.
Das heißt ja eigentlich hier Risk-Off-Szenario, wenn der Yen so hoch ist. Aber das ist einfach, ja, der US-Dollar, der primäre Sicherheitshafen. Dann Bitcoin noch, ja, teilweise wieder sehr starke Schwankungen. Also Bitcoin für mich für das Traden ungeeignet. Das ist dann schon ziemlich krass, was da passiert. Also immer, wenn die Spannungen nach oben gehen, ist ja Bitcoin ein sehr guter Indikator für politische Spannungen. Dann geht es rauf und sonst geht es runter. Gut, das war's bei SwissTrader. Wir sehen uns beim Live-Trading. Tschüss.